Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Lotus Simulator. Seit der letzten Folge sind ja schon ein paar Tage vergangen und seitdem hat sich ehrlicherweise auch eine ganze Menge hier am Lotus Simulator getan. Es gibt viele neue Features, unter anderem, ihr habt es gerade im Hintergrund gesehen, endlich auch Fahrgäste und KI-Personen. Ja, und was sich sonst noch so alles getan hat, das würde ich sagen, schauen wir uns heute mal während einer Fahrt auf der Linie M1 hier im Lotus Simulator an. Denn die ist jetzt neu ins Spiel gekommen und deswegen switchen wir direkt mal hier rein in die Tram. Und dann müssen wir erstmal alles ready machen. Wir haben es aktuell 12.01 Uhr, okay. Wählen dann erstmal den Fahrplan aus. Und wir starten heute am Hackischen Markt und fahren in Richtung Eberswalder Straße. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil von der ganzen Linie. Also eigentlich ist die M1 wesentlich länger. Aber die ist halt noch nicht komplett dargestellt. Das Spiel ist ja auch nach wie vor, auch nach vielen Jahren noch im Early Access. Ich dachte mir allerdings, ist vielleicht eine ganz schöne Gelegenheit, ein ganz schöner Anlass, nochmal reinzuschauen. Und deswegen schauen wir uns dann heute einfach einen kurzen Teil von der Linie M1 an. So, dann haben wir jetzt schon mal den Fahrplan ausgewählt. Dann müssen wir jetzt hier noch schnell Linie Kurs, Eingabe und dann glaube ich 001, 01. Und dann meine ich die Route 1. Das sieht schon mal gut aus. Jo, U-Bahnhof Eberswalder Straße. Dann, ach, wir sind heute mal Krösus, eigentlich brauchen wir es nicht, aber wir machen mal hier Innenraumbeleuchtung noch an. Und auch noch Abblendlicht. Und dann glaube ich, können wir auch schon starten. Mit Steuerung T sollten wir hier noch die Zeitanzeige aktivieren. Dann sehen wir immer, ob wir pünktlich, zu spät oder zu früh sind. Und dann haben wir auch schon alles. Das heißt, wir können, wenn hier von links nichts kommt, sieht aber gut aus. Ach, gehen Sie erstmal hier über die Schienen. Dann können wir auch schon starten. So. Ich muss ehrlich gestehen, es ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal in Berlin war. Also das ist ja hier mitten in Berlin. Das kennt man ja auch so als Tourist. Ich glaube allerdings, vor 2 Jahren oder 3 Jahren war ich mal in Spandau. Da werden jetzt die ganzen Berliner unter euch sagen, das ist ja nicht Berlin, das ist ja Spandau. Ich glaube, das ist regional, wird das sehr stark unterschieden. Und ich glaube, im Herzen von Berlin war ich vor 5, 6 Jahren oder so. Ich glaube, zur Abschlussfahrt vor meinem Abitur. Das ist also wirklich schon sehr lange her. Dementsprechend kann ich mich nicht dran erinnern, wie das genau aussah. Mir kommt das allerdings hier am Hackischen Markt schon relativ bekannt vor. Also hier, das kenne ich, glaube ich. Das ist schon recht gut dargestellt worden. Beim Rest der Strecke bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Lasst mich also gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr irgendwas wiedererkannt habt, ob das gut dargestellt ist oder ob es vielleicht doch ein bisschen zu frei dargestellt ist. Also an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen fiktiv das ein oder andere Haus eingefügt wurde. Ich habe nämlich schon sowas gelesen, bin mir nicht sicher, kann es nicht beurteilen, bin deswegen sehr gespannt auf eure Kommentare. Gut, dann machen wir zu und dann geht es auch schon los. Wir haben 0 Minuten Verfrühung, 0 Minuten Verspätung, ab geht der Peter. Ach, das macht Spaß, endlich wieder im Lotus Simulator unterwegs sein. Ich war auch etwas überrascht, also ich habe im Vorfeld mal ausprobiert, ich habe ja hier die Opas stehen bleiben hier, ne? Und Oma. Ich habe ja hier meine Seitenkonsole. Die habe ich eigentlich für den Landwirtschaftssimulator, um dann so Frontanbaugeräte damit bedienen zu können. Mal ein bisschen stärker bremsen hier. Um dann so Frontanbaugeräte damit bedienen zu können. Und ich habe dann einfach mal ausprobiert, ob man das vielleicht auch nutzen kann für den Lotus-Simulator, weil da ja auch ein Joystick dran ist. Und siehe da, es funktioniert. S-Bahnhof Hackischer Markt. Da waren wir schon. U-Bahnhof Weinmeisterstraße, Gipsstraße. So, das heißt, ich fahre heute mit einem Joystick und das ist natürlich ein ganz anderes Fahrfeeling, als so mit der Tastatur oder auch mit dem Gamepad zu fahren. Mir macht Spaß, ich fühle das irgendwie, auch mit den Sounds und hier mit den Streckenverläufen und so. Das ist schon die richtige Richtung. Nach wie vor gilt allerdings, wie gesagt, das ist noch in Entwicklung. Das heißt, man kauft sich hier noch kein fertiges Spiel oder so, sondern das ist alles noch sehr unfertig. So, machen wir aber die Türen auf. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Wollen wir mal hier von außen schauen.
Also mit Fahrgästen, ich glaube, in den letzten Folgen sind wir ja immer ohne gefahren. Das war schon ziemlich low. Jetzt reden die zwar noch nicht, aber die steigen zumindest mal ein. Das ist schon ein anderes Feeling. Also das sieht alles schon etwas besser aus. Auch hier drin. Nur ich muss sagen, die sehen teilweise ein bisschen witzig aus, die Spielfiguren. Ich meine, grafisch ist das hier alles nicht die Creme de la Creme der Spielekunst, ne? Oder dessen, was so möglich ist. Das ist uns allen klar, aber ich glaube, darum geht's bei Lotus auch nicht. Hier geht's eher um den Realismus, um das Feeling, um das Gameplay und nicht so sehr um die Grafik. Es ist ein hübscheres Omsi. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Jetzt muss ich mal nach außen switchen, weil ich hier... Ah, so. Manchmal sind die nämlich nicht mit den Ampeln gekoppelt. Die Signale für die Straßenbahn, sondern sind etwas früher manchmal oder auch etwas später. Deswegen wollte ich das von außen mal schnell checken. 30 km/h dürfen wir fahren. Das wird natürlich auch ausgekostet hier. Also hier zum Beispiel diesen Burgerladen. Ich weiß nicht, ob er hier wirklich ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er hier ist. Das passt hier schon ganz gut rein. Bei einigen Häusern, wie gesagt, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das wirklich so ist. Aber da bin ich sehr gespannt auf all das, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Lotus hat ja zwei Probleme. Es ist erstens meines Erachtens viel zu teuer, also unfertig, und dann, ich glaube, man kann fast 150 Euro dafür aktuell zahlen mit allen DLCs. Ja, ist schon eine große Summe, eine stolze Summe. Und das zweite Problem ist natürlich, dass alles extrem lang dauert. Aber wenn es dann fertig ist, ist es halt schon auch echt nicht schlecht, ne? Also, wenn man sich das hier mal so alles anschaut und dann damit fährt und so, von den Sounds, von der Bedienung, das macht schon was her. Das haben sie schon gut hinbekommen. In 3 Jahren ist es dann sicherlich fertig. Oder in 4. So. Erkannt wurden wir schon. Das sieht man an dem A. Jetzt müssen wir mal gucken, wann wir dann auch wirklich fahren dürfen. Ah! Oh! Da muss ich nur beschweren. Ja, mal den Kollegen grüßen. Ja. U-Bahnhof, Rosenthaler Platz. So sieht's aus. Und wir sind immer noch pünktlich. Da stimmt doch irgendwas nicht. Also ich kann mich noch an die Omsi-Folgen erinnern. Da war er immer der Verspätungskönig, der Ansgar. Also das ist ja, teilweise waren da 10, 20 Minuten später auf der Uhr. Heute ist es relativ pünktlich, aber man soll den Tag nicht vorm Abend loben. Ein paar Haltestellen haben wir ja noch. Übrigens, es gibt auch eine kleine Story, in die das dann eingebunden ist. Dieser etwas kürzere Linienverlauf finde ich auch ganz nett gemacht. Sehen wir dann gleich. Erstmal fahren wir weiter. Ich weiß auch gar nicht, ob die Straßenbahn, also es kommt sicherlich sehr auf die Region an und auch sehr auf den Tag und die Umstände, aber ich weiß auch gar nicht, ob die Straßenbahn in Berlin so das Mittel der Wahl ist. Die U-Bahn kann ich mir sehr gut vorstellen und auch die S-Bahn, also die habe ich auch selbst beide gern genutzt. Beim Bus war es teilweise schon belastend, weil der immer mal wieder stand und auch extreme Verspätung da in Berlin eingefahren hat, als ich da war. Und bei der Straßenbahn sind wir auch manchmal mitgefahren natürlich, ne? Wenn man sich so durch Berlin durchbewegt, dann nimmt man auch manchmal die Straßenbahn. Nur da war es teilweise so, dass das komplett stand. Also als ich in Berlin war, habe ich es gleich mehrmals erlebt, dass auf dem Alexanderplatz so eine richtige Schlange an Bahnen stand. Also da war so ein richtiger Bahnstau. Ich weiß nicht, ob das so sein sollte oder ob da irgendwie ein Unfall passiert ist oder so, aber die standen bis weit. Also es waren sicherlich 10 Bahnen hintereinander. Kann natürlich auch ein blöder Zufall gewesen sein in dem Zeitraum, aber in dem Fall wäre man vielleicht mit Fahrrad oder anderen Verkehrsmitteln schneller gewesen. Leute, ich sag's euch, mit dem Joystick ist es echt ein anderes Feeling. Man steuert ganz anders. Der fühlt sich zwar ein bisschen komisch an, also ich durfte ja irgendwann mal Zug fahren, gibt's ja auch ein Video auf dem Kanal. Also da wurde ich weiß gar nicht mehr, was war das?
Das war sowas ähnlich, vielleicht war es ein Talent oder so, also jedenfalls ein großer Dieselzug, Dieseltriebwagen, den ich da steuern durfte. Die haben ja so ähnliche Hebel, beziehungsweise, ja, wie heißt es? Ah, hier steht sogar, Moment. Ah ne, wird nicht angezeigt. Jedenfalls haben die so ähnliche Sollwertgeber, ist das das Fachwort? Wie hier eine Bahn. Und durch diesen Knauf oben füllen die schon ganz gut diese Handfläche. Also die passen sich ganz gut in die Hand ein. Das ist jetzt bei meinem kleinen Joystick hier natürlich nicht der Fall. Trotzdem macht das schon irgendwie Laune. Könnte ich den ganzen Tag machen. Sag ich euch, wie es ist. Ich bin letztens auch, also zum Thema hier Alternative zur Bahn, ich bin letztens das erste Mal in meinem Leben E-Scooter gefahren. Da werden jetzt viele vermutlich mit den Augen rollen und sagen, Ansgar, jetzt haben wir dich auch noch verloren an diese E-Scooter. Ich muss euch auch sagen, wir sind mitten durch Köln gefahren. Es war schon irgendwie ein Spaß, aber es ist, also ich fand es zu teuer. Man ist mit der Bahn da wesentlich günstiger unterwegs und es ist auch ehrlich gesagt ein bisschen gefährlich, wenn man da so im Verkehr unterwegs ist, der Großstadt. Muss man gut wissen, was man tut und muss man auch sehr gut wissen, was die anderen tun, also die Autofahrer. Das ist, ja, ich weiß nicht, ob es empfehlenswert ist, aber es war witzig auf jeden Fall. So. Können wir hier schon mal die Freigabe reinknallen und dann können hier alle ein- und aussteigen. Ich habe vergessen hier vor lauter Quatscherei Zionskirchplatz die nächste Haltestelle anzusagen. Wollen wir mal hier drin gucken. Gut. Da machen wir mal zu. Und dann geht's auch schon weiter. Was ich ein bisschen schade, also ich habe jetzt, und ich denke, das wird auch... Schweterstraße. Da waren wir schon. U-Bahnhof, Eberswalder Straße. Was war das denn? Achtung, unterbrochene Linienführung. Endhaltestelle. Übergang zum Ersatzverkehr. Bitte aussteigen. Ist das der richtige Ton? Der richtige Signalton für die Ansage? Ich weiß es nicht. Aber das war die Story, die ich eben schon angesprochen habe. Also es ist zwar nur eine kurze Strecke von dieser M1, aber ihr seht, die ist schon mit Liebe gestaltet worden. Auch dieses Eck hier, das kennt man irgendwie. Und mit dem Ersatzverkehr finde ich irgendwie auch eine schöne Einbindung dann. So, wir müssen aber noch warten. Obwohl hier grün ist, dürfen wir offensichtlich noch nicht fahren. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Dann fahren wir gleich weiter. Sobald wir dürfen. Habe ich mich eben ein bisschen verquatscht und habe vergessen, die Ansagen weiterzuschalten. In der Realität geht das sicherlich automatisch. Hier muss man es noch mit einer Taste selbst machen. Na, und jetzt fahren sie alle. Alle außer uns. Ich glaube hier irgendwo, das muss hier auch irgendwo in der Nähe gewesen sein. Hier fährt ja, meine ich, die U-Bahn oben lang. Und irgendwo haben wir mal einen Burger gegessen. Vielleicht war das sogar hier, ich weiß es nicht. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren, weil die Streckenführung ist hier... Ist das Manni? Das ist Manni. Der ist ja... Der hat eine ganz besonders schöne Plauze bekommen dieses Mal. Man kennt ihn noch aus Lotus. So, jetzt haben wir links keinen Spiegel, aber... Ich denke mal, die haben hinten rot, sodass wir fahren können. Und dürfen wir hier weiterfahren? Kurz checken. Ah, jetzt nicht mehr. Okay, wir hätten fahren dürfen. Jetzt ist es gesperrt. Dann warten wir noch kurz. Dann können wir uns hier die ganze Szenerie auch noch mal ein bisschen anschauen.
ist schon schön gemacht, muss man schon sagen. Also ich glaube, wenn Lotus irgendwann mal fertig ist, dann ist es sicherlich, wie gesagt, nicht das grafisch beste Spiel oder überhaupt spielerisch nicht wirklich cool. Also es gibt hier keine XP oder sowas wie im Tramsim und das ist alles nicht so casual-mäßig und so. Man muss schon begeistert sein, man muss schon irgendwie begeisterter Nahverkehrsnutzer sein oder Fan sein, um sich dafür eben erwärmen zu können. Es wird also nie ein richtiges Spiel, aber es wird halt ein richtiger Simulator. Und ich glaube, wenn das irgendwann mal fertig ist, dann wird das hier schon cool. Da wird das schon teuer, aber cool. Aber bis dahin ist es, wie gesagt, noch ein weiter Weg. Und tja, man muss sich dann natürlich auch so ein bisschen die Modder warm halten. Das war nämlich auch einer der Gründe. Ich habe das lange nicht gezeigt, weil irgendwie viele Features eingebaut wurden in das Spiel. Aber da war wenig zum Zeigen dabei und parallel ist auch irgendwie so ein bisschen die Modding-Community eingeschlafen. Also die haben so ein bisschen den Spaß dran verloren. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass man das irgendwann macht, wenn sich da immer was ändert und wenn immer neue Features so peu à peu dazukommen und wenn man sich da irgendwie einarbeiten muss und so, würde ich vermutlich auch nicht am Ball bleiben. Deswegen ist das irgendwie so ein bisschen eingeschlafen, fand ich ein bisschen schade, deswegen habe ich es erstmal nicht gezeigt, aber jetzt geht's ja wieder vorwärts. Und sicherlich so die wichtigsten Feature, Sachen so Multiplayer, Fahrplan, KI und so weiter, das ist ja mittlerweile drin. Deswegen, das Wichtigste ist jetzt, glaube ich, umgesetzt. Insofern denke ich, dass da auch in Zukunft wieder mehr Mods kommen werden. Gut, wir sind relativ pünktlich ins Ziel gekommen. Wir haben hier also so einen kleinen Schlenker gemacht und hatten jetzt nur 5-6 Haltestellen. Ich habe nicht mitgezählt, einmal habe ich vergessen, hier weiterzuschalten. Ansonsten muss ich euch ehrlich sagen, hat es mir aber wirklich gut gefallen. Ich finde, die Linie hat schon irgendwie was, das macht schon Spaß. Auch die ganzen anderen, die Sounds, die KI-Fahrgäste, der Fahrplanmodus und all das, was man jetzt so erblicken konnte, was vielleicht auch im Hintergrund noch so passiert ist und was man gar nicht so auf den ersten Blick gesehen hat. Das ist schon eine ganz coole Sache. Ich bin sehr gespannt, wie es euch gefallen hat. Sagt er, yo, Lotus könnte doch noch was werden, oder sagt er, ich habe Lotus ehrlich gesagt abgeschrieben, ärgere mich vielleicht auch, dass ich da irgendwie Geld reingesetzt habe. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen, das soll soweit gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir dann mal mit der Bahn unterwegs sein, mit der ich 13 Jahre lang zur Schule gefahren bin. Jeden Tag fast. Da kenne ich also alles, jede Türstörung, alles, was da irgendwie gibt. Das schauen wir uns dann mal in der nächsten Folge auf einer Modkarte an. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.